Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Book Factory 5. Ja, der gute Thierry möchte tatsächlich einen Anhänger, den wir herstellen können. Deswegen wird schlafen gehen und das Ding dann gleich für ihn machen. Und schauen wir mal noch, ob unsere Tiere noch was brauchen oder ob die sagen so, oh, wir sind vom Schluss glücklich. Hier. Ein Zubehör fertigen und zwar brauchen wir jetzt erst einmal einen Silberanhänger, ja. Und jetzt brauchen wir einen Erdanhänger, ja. So, den kriegt er später von uns. Unsere Tierchen, brauchen die dann was? Oder sagen die mal so, oh, wir sind mal glücklich ausnahmsweise. Also, Mochi sieht nicht sonderlich glücklich aus. Wir kochen ihn jetzt morgen wieder was. Dann machen wir nur Enrique mal. Oh, wir könnten den immer Eiscreme machen. Gibt den Mixer? Ich weiß nicht, wo man Eiscreme macht. Wo macht man Eiscreme, Leute? Da macht man Eiscreme. Okay, wir machen ihn heute einfach mal Eiscreme. Wir sind mal so crazy. Heute kriegt er eine Eiscreme zur Feier des Tages, weil es draußen regnet. Okay, wie gesagt, das lassen wir mal liegen. Und dann schauen wir gleich mal nach da oben. Gut, das eine Ding brauchen wir noch. Die Bürste wird später. Oh, ich reiß mal das auch mit aus. Okay. Wie gesagt, wenn ich irgendwo Kartoffeln sehe, dann werden die abgesichert. Ansonsten wächst es hier einfach mal weiter. So. So, dann habe ich da noch was. Schau, unten ist nichts. Gut, Rettich. Heute müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen um die Lagerung, weil das auf jeden Fall hinhaut. Okay, dann nächster Stall. Feuerdrache, ja. Wie egal mir halt auch einfach ist, ob es da regnet oder nicht. Das ist cool, dass ich meine unteren drei Felder nicht gießen muss, aber das wäre jetzt eigentlich auch nicht so der Aufwand. Okay, da brauche ich jetzt nicht Sichel. Weil das Kartoffeln sind. Die sich ich auch mal mit ab. Weiß nicht, wenn wir was für Rüben brauchen. Okay. Einmal hier. So. Jetzt alles, was praktisch nicht. So. Warte, oben haben wir noch eine richtige. Oh, dann schaffen wir sogar noch den Eisdrache anzufangen, zumindest. Okay, nächste Drache, Eisdrache. Das da ist auf jeden Fall zum Ernten. Einmal so. Und hier mal. Aber ich mache hier einfach mal die zwei Felder, dass sie auf jeden Fall dabei sind. Okay, da hinten mache ich auch mal eins. Okay, ja, das hat Huna jetzt, glaube ich, richtig schön ignoriert. Ja, dann ernte ich mal den Rest hier. Okay, dann in der Mitte haben wir dann auch mal ganz viele. Führung. Cool. Schön, dass ich jetzt gut in Führung bin. So, da müssen wir auf jeden Fall schon mal 5 Stück hin. Aber wir haben ja eh Samen dabei, ohne Ende. Deswegen sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Okay, 1000. Jung. Feuer. Okay. Oh, der hatte echt noch da hinten was eingepflanzt. Das ist auch sehr brav von ihm. Okay. Was haben wir da noch Schönes? Okay. Kartoffeln Stufe 6 auf jeden Fall. Okay, da sind noch ein paar Paprika drin gewesen.
Dann machen wir einfach mal hier die 5 davon. Ah, mein Bildschirm will sich ausschalten. Ah. Und du kommst gleich gar nicht auf die Idee. So. Okay, da ist noch was für zu mitzunehmen. Wow, also. Aber da ist wieder ein vertrocknetes Unkraut. Wir stellen jetzt ganz viel Formel A her. Auch wenn das eigentlich so viel bringt, bringt das mehr als nichts. Deswegen nehmen wir jetzt alles vertrocknete mit. Und schauen nochmal. Okay, oh, da ist auch nochmal eins. Ja, schön. Schön vertrocknetes Gras. So, dann schauen wir mal zum Feuerdrachen. Oh, da ist auch noch eine Erdbeere. Habe ich euch da eine Erdbeere da gelassen? Nein, das hätten die halt dann einfach abends geerntet. Das wäre dann eigentlich auch egal gewesen. Da oben ist noch das andere und da drinnen ist ja noch Ringer. So. Und du kriegst natürlich auch noch was Leckeres zum Mampfeln, damit du von der Freundschaft hier weiter hochsteigst. So, dann der erste vom Drachen, der Erddrache. Ach ja, meine süßen Garntierchen. Ich weiß gar nicht, wie die Entwickler sich das gedacht haben, wie man da am besten mit den Tieren, ne? Wie man da rangehen soll. Hallöchen. Hallöchen. Und da unten auch nochmal Hallöchen. Da. Ganz viele große Sachen. Dann auch zum Winddrachen, unseren letzten Drachen. Ich hoffe, dass da richtig viel fertig ist, dass wir da richtig viel abpflanzen können. Das wäre optimal. Ja, das da ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist was Schönes, wenn es fertig ist. Wenn ich Platz brauche. Na gut, da wird wohl demnächst wirklich der Terra-Drachen bestellt werden müssen. Gut, Streicheinheit. Streicheinheit. Speichereinheit. Habe ich für euch nichts eingesammelt zum Essen? Einmal. Die müssen jetzt eigentlich auch bald fertig sein. Ich habe denen auch schon richtig viel eigentlich gegeben immer. Und auch noch. Seid ihr schon auf den erforderlichen Level, dass ihr was machen könnt? Zwei von euch. Alle außer Schwan. Okay. Willst du nicht ein bisschen pflanzen? Ja. Und du doch auch, oder? Falls mal wieder so Vorkommnisse geben sollte wie bei Lukas. Deshalb schmeißen wir da natürlich noch alles rein. Und dann schauen wir nach Big Bad Außenposten. Gut, Samraum wollte keine kaufen. Definitiv nicht. Aber wir können jetzt ein bisschen eine Formel A herstellen. Oh, gibt es etwa einen Auftrag? 9. Einen Tintenfisch. Okay, den habe ich tatsächlich da. Und du bist wieder in der Bäckerei. Okay. Fräulein Beatrice, kein Problem. Ja gut, jetzt können wir wieder den Kühlschrank voll müllen. Ist das nicht schön, Dinge voll zu müllen? Wie Kühlschränke. Das tun wir auch einfach mal da rein. Heute kriegt der Rieger ein Eis, weil das Wetter so scheiße ist. Dass ich denken würde, oh, das Wetter könnte voll geil sein und dann könnte ich in Ruhe mein Eis essen und mich drüber freuen und jetzt kriege ich heiß wieder von. Ja, ich würde tatsächlich gerne ein bisschen Formel A herstellen, dass wir das da unten drauf kippen können. Schauen wir mal nach da unten. Also das Formel A hilft halt wenig, Formel C wird halt mehr helfen, aber das können wir uns nicht leisten. Ich wollte noch Hallo sagen. Und Hallo sagen zu Charlotte. Oh, ich wollte noch den Tintenfisch mitnehmen für Beatrice.
So, mein Kühlschrank hineinziehen. Ich bräuchte einen Tintenfisch. Also ich weiß, ich habe auf jeden Fall einen, weil ich letztes Mal einen in diese Ding gefunden habe. Okay, das ist ein Sonnentintenfisch. Doch, da habe ich einen. Das ist doch. Sonnentintenfisch sieht irgendwie ein bisschen wertvoll aus. Ich glaube, das sollte man lassen. Ja, ich habe einen Job und deswegen, ja, gehe ich jetzt erstmal da rein. So. Hallo Beatrice, schon wieder hier. Guten Tag, Leila. Willkommen. Was ist los? So, ist sie schon seit sie in den Laden gekommen ist. Stimmt etwas nicht, Beatrice? Verzeihung, Randolph, Yuki, ich habe eine Bitte an euch. Wärt ihr so freundlich und würdet mir das Backen beibringen? Was? Oho, eure Brötchen letztens haben mich tief beeindruckt und ich konnte regelrecht die Liebe schmecken, mit der sie gebacken habt. Genau das möchte ich auch erlernen. Dann könnte ich euch gebührend bei all unseren Nachbarn für die Freundlichkeit bedanken, die sie mir entgegenbringen. Beatrice, ach so ist das. Junge Dame, das Backen ist eine ernste Angelegenheit, die viel Zeit und Geduld erfordert. Noch dazu betreiben wir die einzigen Bäckereien in Riedbad. Wir müssen die ganze Stadt mit Backwaren versorgen. Ah, ich hätte wissen sollen, dass ich zu viel verlange. Man muss den Teig vorbereiten, ihn gehen lassen und dann backen. Nur ein Narr würde versuchen, das im Alleingang zu schaffen. Deswegen werde ich bei dir bei jedem Schritt zur Seite stehen. Oh. Ach du meine Güte, Randolph, du alte Schlingel. Krempel die Arme hoch, Beatrice. Wir haben Brötchen zu backen. Ja, vielen Dank. Ob sie das jetzt wirklich so erfüllt, ich vermute es mal nicht. Das ist wirklich toll, Beatrice. Allerdings, ich habe mich endlich getraut zu fragen. Und das nur dank dir. Hä? Wie? Nichts. Ich werde morgen meine Zutaten sammeln gehen. Wenn du magst, helfe ich dir dabei. Danke, aber ich komme allein zurecht. Es sollten meine Brötchen werden. Also sollte ich auch die Zutaten selbst sammeln. Aber behalte das mit den Zutaten bitte für dich. Sie sollen eine Überraschung werden. Okay, gut, ich werde nichts verraten. Dann gehe ich zum Simone-Regen, wenn du weg bist. Ich werde sie bitten, die ganze Stadt für eine Verkostung zusammenzudrummeln. Sehr schön. Ja. Okay, ja, dann gehe ich gleich an. Ich esse das erste Mal das Brot, was ich da habe. Reinhard weiß, was sie schon wieder für eine Scheiße baut. Kochbrot. Ja. Waffenbrot. Fertigungsbrot. Werkzeugbrot. Okay, was haben wir denn so? Okay, davon bräuchten wir was. Dann nehmen wir halt noch dann ein Kochbrot mehr. Also 5 Waffenbrot und ein Kochbrot. 1. Weil es kann halt maximal 9 das 6 werden. Nochmal ein Waffenbrot. Nochmal ein Waffenbrot. Und jetzt noch ein Kochbrot. Blau können wir noch. Wie, klingt gut. So, dann habe ich jetzt morgen noch und dann ist, glaube ich, meine Tasche am Brot voll, wenn ich nichts verbrauche. Dann schauen wir mal rüber zu Beatrice, da ist auch Randolph. Die geht, glaube ich, zum Heinz. So. Beatrice backt uns alle Leckereien, was du nicht sagst. Ja, sie, kannst du alle Nachbarn versammeln, damit wir gemeinsam essen können? Ja, ja, das klingt toll. Ich werde gleich einen Bescheid geben. Vielen Dank. Ich sollte dir danken. Das wird bestimmt einen Riesenspaß. Ich werde alle einen Platz versammeln, wenn ihr bereit seid. Der große Baum ist seit Generationen das Wahrzeichen dieser Stadt und Feste unter all seinen mächtigen Ästen sind immer etwas Besonderes. Sehr gut, jetzt muss Beatrice nur noch backen fertig werden. Ja, ich vermute mal einfach, die wird scheitern daran. Da habe ich irgendwie so ganz großes Vertrauen in Beatrice, dass sie das nicht hinkriegt. Okay. So, dann schauen wir mal da rein. Dann schauen wir zum Rika. Und dann schauen wir noch zum
Okay. Oh, der bei Geburtstag heißt das. Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Room Factory 5. Bis dahin, bye!